Bei mir Markus Schupp von der Feuerwehr Hörbranz. Wie sind denn aus Sicht der Feuerwehr die neuesten Entwicklungen am Hang in Hörbranz? Ja, aus Sicht der Feuerwehr stellen sich die Entwicklungen auch natürlich auch sehr dramatisch dar. Die hohen Bewegungsgeschwindigkeiten von über 5 Meter pro Tag haben uns auch wieder auf den Plan gerufen. Wir sind gerade dabei, einen Objektschutz zu errichten, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass oberflächliche Hangmuren an den Flanken ausbrechen und somit Objekte gefährdet werden. Gibt es denn hier schon einen Plan für die Zukunft, wie es denn aussieht? Die Wildbach- und Lawinenverwahrung ist natürlich ständig vor Ort und führt die Akutmaßnahmen durch. Der bereits begonnene Damm hat sehr große Dienste geleistet. Er ist bereits mit Material komplett gefüllt. Wenn dieser nicht vorhanden gewesen wäre, wäre die Lage diese Woche sehr dramatisch gewesen. Besteht denn für die restlichen Anwohner aktuell Gefahr? Derzeit geht man nicht von einer akuten Gefährdung aus, aber die Entwicklungen können natürlich überhaupt nicht abgeschätzt werden. Vor allem hat auch niemand mit diesen hohen Geschwindigkeiten in der letzten Woche gerechnet.